Hallo, hallo und willkommen zu einem neuen NIO-Update. Übrigens, ich habe eben festgestellt, ich habe auf unserem Krypto-Kanal, dem deutschen Krypto-Kanal, heute Canopy Growth hochgeladen. Nicht hier, versehentlich. Also wollte ich nochmal ein NIO-Video nachschießen. Ja, bei NIO ist jetzt so, wir sind halt in der Unterstützungszone, ne? Die Mikro-Unterstützung hat man ja im letzten Video besprochen, dass die jetzt relevant wird. Da werde ich gleich nochmal weiter reinzoomen. Jetzt erstmal so grundsätzlich nochmal kurz, um alle abzuholen. Die Idee ist ja, ich gehe mal auf den 4-Stunden-Chart, dass wir hier jetzt möglicherweise zumindest mal in einer Welle 2 in einer korrektiven Rallye sein könnten. Aber das wird sich in dem Widerstandsbereich entscheiden. Wenn sich noch was Bullischeres entfaltet, bräuchte ich dafür eine fünfteilige Aufwärtsstruktur. Aktuell sehe ich die noch nicht. Okay, also wir haben ja hier, wenn man das mal übergeordnet betrachtet, ja die Unterstützungszone, die liegt zwischen 1,92 Dollar und 5,63 Dollar. Ja, die ist natürlich ziemlich groß. Das hat einfach mit den Ausdehnungen auf diesem Chart zu tun, denn nicht vergessen, dieser Chart, der begann schon seine Korrektur bei knapp 70 Dollar. Okay, also das ist eine deutliche Abwärtsbewegung, die sich da entfaltet hat. Und dieser Chart kann natürlich immer noch etwas, ja, der kann auch ein bisschen weiterfallen, ja. Also da haben wir noch kein Wendesignal. Deswegen hatte ich im letzten Video, in einem der letzten Videos gesagt, dass wir hier noch nicht, sag ich mal, vom Stuhl fallen müssen vor Aufregung, nur weil der mal ein bisschen nach oben gelaufen ist. Ich denke, er hat die Chance, kurzfristig noch weiter nach oben zu laufen. Werde ich gleich mal reinzoomen. Aber übergeordnet ist da noch gar nichts bestätigt, dass jetzt hier irgendwie die nächste große Rallye begonnen hat oder sowas. Ja, da müsste noch mehr kommen. Er kann natürlich gemäß dieses weißen Szenarios klar weiter nach oben laufen. Das wäre hier, ich muss da mal die Wellen gerade anpassen. Der könnte hier in dieser weißen Struktur nach oben laufen. Aber da muss der erstmal uns ein bisschen mehr kurzfristig geben, ja. Weil es kann halt noch eine bärische Struktur sein, ja. Es kann zum Beispiel sein, dass wir hier eine Welle 1 nach unten abgeschlossen haben und er macht jetzt hier irgendwie. Nee, Moment, nicht all das, die Welle 1, sondern A, B. Und jetzt hat er hier die 1 der C erst abgeschlossen. Und er macht jetzt die 2 der C. Dann kommt die 3, die 4, die 5 und so geht es halt immer weiter nach unten. Widerstand hierbei wäre zwischen 7,60 Dollar und 11,61 Dollar. Ich muss nur auf dieses Risiko eben hinweisen, denn es ist ein absolut plausibler Count. Den habe ich vor, glaube ich, ein, zwei Wochen hier auf den Chart gebracht, weil der Chart hier diese doppelte Dreifachbodenstruktur ausgebaut hat. Das ist natürlich nicht klar bullisch, ne? Das ist das Problem. Also da jetzt zu sagen, das wäre hier klar bullisch, schwierig, weil er ja hier nach oben lief, dann hat er diese 99% Retracement-Geschichte gemacht und das sieht halt eher aus wie, als ob zum Beispiel tatsächlich Gelb Welle 1 hier fertig war. Er ist in der A-Welle nach oben gelaufen. Das hier war einfach eine B nach unten. Die bauen oft diese Doppelbodenstrukturen aus. Und er läuft jetzt in der C nach oben. Hier, wenn sich daraus was Bullischeres entfaltet, gerne. Kurzfristig kann er ja auch noch nach oben laufen. Aber was wir halt brauchen für eine etwas, sag ich mal, für einen bullischen Ausblick, wir brauchen nicht nur aufgrund dieser Struktur, die ich euch gerade erklärt habe, nicht nur diese fünfteilige Aufwärtsbewegung, die ja in der gelben Struktur die C abschließen könnte. Wir brauchen auch einen dreiteiligen Pullback. Also wir schauen jetzt aktuell, ob es noch ein weiteres Hoch gibt. Wenn das der Fall ist, haben wir auch tatsächlich fünf Wellen nach oben. Das wäre jetzt erstmal grundsätzlich bullisch. Sagen wir mal, wir können den Bullen dann die Chance geben. Aber wir brauchen halt auch den dreiteiligen Pullback, der dann danach kommt. Und dann wäre das halt eine Welle 1 nach oben und der Pullback eine Welle 2. Ohne den dreiteiligen Pullback haben wir kein Setup. Die fünf Wellen rauf wären jetzt erstmal ein erster Hinweis, dass es weiter nach oben geht. Ganz kurzfristig, klar, kann man das hier nutzen zum Handeln, wenn man das will. Das ist eine Unterstützungszone. Aber das Problem dabei ist halt, es sind jetzt nur drei Wellen nach oben. Ich muss aber ehrlich sagen, die Bewegung nach unten hier sieht schon korrektiv aus. Also mal eine Bewegung nach oben wäre schon noch, würde ich sagen, aktuell wahrscheinlich. Unter 4,54 Dollar, aber würde ich nicht mehr unbedingt nach einem weiteren Hoch schauen. Dann würde der mir hier, dann wäre er mir zu weit nach unten gelaufen, damit ich das noch als Fünfteiler nach oben eben, als Fünfteiler nach oben sehen kann. Ja, das heißt, jetzt diese Woche gilt es, auf diese Unterstützungszone zu achten und ein Bruch über die letzten Hochs, insbesondere das B-Welle-Hoch bei knapp 5,70 Dollar, wären eben ein Hinweis, dass die Welle 5 nach oben sich entfaltet. Danach geht's halt, dann kommt erst der Moment der Wahrheit. So viel zu NIO, nur ein kurzes Update. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, bitte ein Like da lassen, Abo und einen Kommentar. Und habt einen schönen Abend. Bis dann. Ciao, ciao.